Wir haben eine Buchseite gemacht. Wir haben so aufgeschrieben, für was wir dankbar sind und wo wir dankbar sind und für was und so. Also wir haben eine eigene Wasserquelle, oder fürs gute Essen, oder für den Frieden, oder für Familie und Freunde. Wenn ich dankbar bin, dann denke ich mir oft auch so, dann rede ich mit meinen verstorbenen Opas oder so. Also wenn ich irgendwie eine Schularbeit oder so habe, dann frage ich mir Gedanken, ob sie mir helfen können oder so. Für was ich gut kann, oder für die Gesundheit, oder dass ich in Österreich lebe, oder für die freundlichen Menschen. Also, ich gehe gerne reiten, oder zum Jugendrockreiz, oder auch schwimmen tue ich auch gerne und Skifahren. Ich spiele gerne mit meinen Freunden, also Hilfe. Also wenn sie mich brauchen oder so, aber wenn sie irgendwas nicht wissen bei der Hausaufgabe, dann hilft einer auch eins. Mir geht es eigentlich gut und einer eigentlich dann auch, weil sie es dann auch geschafft haben. Also ich sage es ihnen jetzt nicht, ich sage gar nicht, was da hinschreiben sollten, aber ich zeige ihnen, wie sie es machen sollten. Und dann geht es mir halt auch gut, wenn ich dann irgendwas geschafft habe und er das so erklärt habe, dass sie es dann hinkriegen. Gerne in dem Buch irgendwie arbeiten, weil ich dann einfach da hinschreiben kann, oder sowas, was mir passt und wie es mir gefällt und so. Und dass ich mich mit allen Menschen wohlfühle und was ich gelernt habe und für die Zeit mit meinen Freunden und Freundinnen und dass ich genug zum Essen habe, für meine Familie, für meine Stärken, für meine Talente und so. Also, weil in dem Buch, wenn ich es nicht mache, dann denke ich ja gar nicht auf, was ich eigentlich so kann. Aber wenn ich es dann mache, dann denke ich mir, das kann ich gut und das kann ich gut. Und dann kann ich der Lehrerin auch erklären, sodass mir das gut taugt und so. Und meine Eltern auch. Und dann helfen mir die halt auch da, dass ich das kann und so. Also, ich habe schon dann wieder ein gutes Gefühl und ja, und das ist eigentlich schon schön, wenn man da was eigentlich schreibt. Und nachher geht es mir eigentlich auch wieder viel besser, wenn ich da wieder was schreiben kann, was mir taugt. Also mir macht schon manchmal froh, dass bei mir haben wir zwei Katzen und zwei Kleine daheim und einen Hund. Und dann spiele ich mit dir auf Nacht. Und einer geht auch voll gerne unter die Decke und so, weil es dann einfach eine Höhle ist. Und da in der Früh kommen wir oft eigentlich auch mit meiner Mama ins Zimmer. Und dann gehen wir unter die Decke rein. Ja, und wenn ich mit meinen Freunden spiele und so, und mir halt da irgendwas nicht taugt, weil ich halt das spiele und mir das halt nicht gefällt, dann kann ich es einer sagen, weil meine Cousine traut sich halt nicht, dass ich es halt irgendwie sage oder so, weil ich traue mir es halt schon oder so, dass ich sage, das gefällt mir nicht oder so.